Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ECW 2K24. Die Woche vor dem großen Paper Heatwave steht an. Schauen wir mal, was wir heute auf der Card haben. Natürlich greifen wir greifen nicht in die Matches ein. Wir bestimmen lediglich, wer wegen Wrestler wir spielen. Sonst ist hier alles zu dem Zufall überlassen. Wir haben einmal Rob Van Dam gegen Raven, Eddie Guerrero gegen Ravishing Recruit, den haben wir auch noch gar nicht gesehen, glaube ich. Dann gibt es ein 5 Superstar Gauntlet Tournament Match um den Television-Title, wo der Sandman seinen Titel gegen 4 Teilnehmer verteidigen muss, gegen Kid Cash, Bam Bam Bigelow, Too Cold Scorpio und dem ehemaligen Champion Rhino. Dann gibt es ein Iron Man-Match, Sabu gegen Cherry Lynn und im Main-Event ein Tag-Team-Titel-Match, die Public Enemy, von der wir letzte Woche noch gesprochen, die ja Nummer 1 Herausforderer waren, eben hier gegen die Eliminators, unsere amtierenden Champions. Los geht's, viel Spaß damit, ich bin echt gespannt. Ich finde es echt geil, wie die Sachen so ineinander gehen. Wie gesagt, ich greife nicht groß an, ich mache halt, ich spiele die Matches und gucke, dass ich gewinne. Aber wie die Sachen so ineinander greifen, gerade mit diesen, das war ja kein Number One Herausforderer-Match, das war, aber ich habe es so gesagt halt. Und trotzdem haben wir jetzt hier diese Titel-Match. Also ich finde, die Sache läuft richtig cool. Deswegen schaltet gerne wieder ein in den nächsten Folgen und auch guckt euch die letzten Folgen an. Wie gesagt, mir macht das mega Spaß. Jetzt fangen wir mit der heutigen Karte an, bevor wir weiter quatschen. Los geht's, viel Spaß! So, auf geht's mit dem Opener, RVD gegen Raven. Durch RVD noch in der Fehde gerade mit Mike Awesome, wie eigentlich gefühlt jeder im ganzen Roster. Was ist jetzt hier? Kommen wir mal, gerade rede ich von Mike Awesome, kommt ihr auch direkt zum Ring. Jetzt hier dieses Match erstmal anschauen oder greift ihr jetzt direkt ein? Ja, guckt nur. Hier genau was. Er nimmt jetzt hier einen Stuhl und schaut sich dieses Match hier aus nächster Nähe an. Okay, mal gucken, wie lange das auch so bleibt. Okay, jetzt schauen wir erstmal RVD gegen Raven. Ich spiele mit RVD. Raven, klar, schneller Angriff direkt. Dropkick von RVD. Standing Moonsault. In der Luft. Box der Luft, Kollege. Okay. Vielleicht zur zweiten in die Luft hocken. Wo ist der Stuhl hin? Und gekontert hier. Und RVD. Mike Awesome sitzt hier weiterhin in der Luft. Das ist einfach nur verdammt gute Körperbeherrschung. Und die auf dem obersten Seil. Leg Drop. Heute direkt vom Pin. Aber der geht nicht mal bis 2. Spinning Leg Drop. Sehr harte Kicks. Und RVD, Raven kann sich abtauchen. Wir haben jetzt hier eine leichte Schlägerei. Und jetzt kommt Mike Awesome in den Ring gerannt. Closer attackiert hier. RVD leitet den Ref nur noch. Das einzige Richtige zu tun, das Match abzuläuten. Aber wieder mit der Sieger, aber ich glaube, das wird jetzt gerade sein kleinstes Problem werden. Raven rollt sich einfach mal aus dem Ring raus. Er will da mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Hat das Match natürlich dadurch verloren jetzt, dass Mike Awesome hier RVD angegriffen hat. Aber die kann sich aber wehren hier. Das ist eine Fehde, die sich echt schon lang zieht, aber ist Mike Awesome nicht gerade nur mit einem, mit dem er gerade eine Fehde hat. Rolling Thunder jetzt gegen Mike Awesome. Jawohl, der gelingt sogar. Und da 1, 2, 3, 4, 5, 5 Star Frog Splash vom obersten Seil. Und damit liegt Mike Awesome jetzt zumindest mal auf dem Rücken.
Ja, Match ist lang vorbei, das ist alles nur noch Zugabe. Shoulderblock. Wieder geht RVD nach außen. Leg Drop. Das ist selten, haben wir Mike Awesome wirklich so am Boden gesehen. Noch harte Stuhlschläge noch. Takedown. Robin Dam hier gegen Skitter. Kann man jetzt mit einem Neckbreaker, mit einem Chinbreaker kontern. Ich weiß auch nicht, wie lange das Ganze jetzt noch geht, weil, wie gesagt, das ist kein Match, das ist reines Geplänkel nach dem Match. Wie lange diese Geschichte jetzt noch dauert. Ich bin sicher, dass die beiden in irgendeiner Form auch dann bei unserem großen Pay-Per-View Heatwave aufeinandertreffen werden. Ich bin jetzt von Mike Awesome zu den Ring zurückgeklettert. Wenn hier das Polster, oder nicht in den Ring zurück, aber zumindest das Polster wegmacht. Aber die gewinnt das Match, aber das ist natürlich das Match gegen Raven gemeint eigentlich. Also. Ja, wie gesagt, hier ist auch das letzte Mal noch nicht gesprochen, aber trotzdem, irgendwann müsste das Ganze auch mal vorbei sein dann. Als nächstes haben wir Eddie Guerrero gegen Ravishing Recruit, den haben wir noch gar nicht gesehen hier, deswegen steuern wir den auch mal. Auch da wird, denke ich mal, bestimmt irgendwas passieren mit Kid Cash. Letzte Woche hat ja Eddie Kid Cash im Käfig eingesperrt, ihn danach noch attackiert, aber dann auch den Kürzeren gezogen. Und dem er... Denke ich auch, dass gerade diese Matches oder diese Shows vor den Pay-Per-Views dann wirklich nochmal die Entspannung zu den Pay-Per-Matches bringt. Dann gehe ich hier auch aus. Okay. Das ist ein bisschen viel Haare hier von Recruit. Schöne Hose auf jeden Fall mit dem Warrior drauf. Da reden wir auch so im Bereich 90 bis 92. Wahrscheinlich viel noch geil auf der Welt gewesen. Aber wir haben damals schon geguckt. Fast ein bisschen zu viel rosa. Press hier. Dann geht's weit nach unten für Eddie Guerrero. Rope Break. Ah, ist hier ein ganz normales Match. Sehe nichts. Keine Sonderregeln. Und auch ein normaler Rope Break. Schmeißt Rick Root. Eddie einfach noch draußen. Also Rick Root habe ich auch nicht mehr so die Erinnerung. Klar, ich habe ihn gesehen, gerade zu späteren Zeiten, zu WCW-Zeiten dann auch. Und auch natürlich auch als in der Managerrolle von der DX und von der NWO danach dann. Weil dann sogar mal so am gleichen Abend, sowohl bei Raw im Fernsehen als auch bei WCW Nitro im Fernsehen. Ich meine, ich schweife jetzt hier von der ECW ein bisschen ab, aber die Raw-Show war damals aufgezeichnet und wurde ausgestrahlt am Montag, genauso wie eben WCW Nitro live war und deswegen war es eben möglich, für Rick Root gleichzeitig bei zwei Promotions im Fernsehen aufzutreten. Eddie muss jetzt hier ein bisschen mit seiner Technik versuchen zu arbeiten. Kraftvorteil noch Größenvorteil, klar bei Rick Root. Jetzt versucht er hier sich rauszurollen.
Mal gucken, ob wir hier dann früher oder später ein Rude Awakening sehen. Ein Finisher von Ravishing Rick Rude. Erstmal Powerbomb-Ansatz, aber da rollt Eddie durch, kann Rick Rude einrollen. Mal schnell wieder raus. Jetzt hat Eddie vielleicht einen kleinen Vorteil sich erschafft. Springboard. Dropkick. Jetzt die große Chance für Eddie, weiter nachzusetzen. Und gekontert von Rick Rude. Gekontert von Eddie. Brainbuster, okay. Oh, bei zwei kann Rick Rude auskicken. Dann muss ich erstmal aus dem Ring rausrollen. Er weicht dann aber aus. Eddie fliegt ins Leere. Eddie jetzt komplett rot. Ravishing Rude noch gar keinen Schaden. Jetzt dann nochmal. Finisher folgen wieder gekontert. Gory Special. Nein, Powerbomb von Eddie Guerrero. Jetzt das OSSI geht. Ich weiß schon, einfach so ein Frog Splash. Nein, er will, dass hier Rick Rude aufsteht. Doch der Konter mit einer krachenden Powerbomb. Hat sich natürlich Eddie anders vorgestellt gehabt. Piledriver. Hat natürlich das Momentum komplett auf der Seite von Ravishing Rude. Und Rude Awakening. Voll vom Cover und das sollte es auch gewesen sein. Der geht bis 3 und Rick Rude. Da kommt Kid Cash, aber Kid ist aber Rick Rude. Gleichzeitig geht aber auch auf Eddie Guerrero los. Okay. Also ich blicke hier diese Fehde Verbindung zwischen Eddie und Kid Cash nicht mehr durch. Ging jetzt zu oft hin und her. Das nächste Mal ein 5 Superstar Gauntlet Turmoil Match um den ECW World Television Title. Also Sammy muss hier seinen Titel nacheinander gegen 4 Gegner verteidigen. Also wer am Schluss hier übrig bleibt, bleibt am Champion. Das erste Matchup ist hier Sammy, unser Champion gegen Kid Cash. Den haben wir gerade gesehen. Beim Bigelow, Too Cold Scorpio noch mit dabei und Rhino. Ich nehme jetzt mal Rhino. Ich habe keine Ahnung, welche Reihenfolge der dann kommt. Schauen wir mal, wie das Ganze hier sich ausspielt. Erstmal hier das Sandman mit Kid Cash im Gange. Erst jetzt solche Matches eine Woche oder Tage vor einem Pay-Per-View an. Nachher noch ein Tag Team Titel Match. Frog Splash von Kid Cash auf Sandman, der hier direkt seinen Titel verlieren könnte. Aber kann bei 2 rauskommen. Wenn ich mich daran erinnere, in der letzten oder in der vorletzten Folge wurde der Sandman um den Titel betrogen von Roadkill, der der Special Referee war. Und dann verdammt schnell durchgezählt hat er am Schluss. Ja, Whippin. Kid Cash taucht unten drunter ab. Konnte da mit der Hurricanrana. Jetzt geht's für beide nach außen.
Abwehrsprut. Das provoziert hier den Salmon Wirk, den jetzt sogar außerhalb vom Ring. Bin nicht die feine Art. Jetzt geht's wieder für beide zurück in den Ring. Ein zarter Tritt vom Sandman. Russian Leg Sweep. Und gleich das Cover hinterher. Aber Rope Break. Und wieder die Würgeaktion auf der Matte. Jetzt kann der Sammy mal kontern. Und wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Wieder zurück aus der Werbung. Ich habe nicht viel verpasst. Ich habe jetzt nur mal mit dem Ringrichter gequatscht in der Zwischenzeit. Also Sandman muss hier quasi alle vier Teilnehmer besiegen, beziehungsweise der vierte Teilnehmer wäre dann eben Rhino, der amtierende Champion, um sich hier eine weitere Titelchance zu verdienen. Das ist die Story, die dahinter steckt. Deswegen habe mich dieses weirde Match auch gewundert. Also erst muss hier der Sandman eben gegen Kid Cash, gegen alle bestehen, um dann eben nochmal auf Rhino zu treffen. Wenn hier beide ausgezählt werden, bringt es natürlich gar nichts. Wollte eigentlich direkt ein Rematch haben, aber nachdem er eben in diesem Special Referee Match verloren hat, auch wenn eben hier Roadkill zu schnell over the Castle jetzt von Kid Cash. Oh, jetzt muss hier erstmal Sammy gucken, dass er hier das Match übersteht. Sonst war es das erst mit der Titelchance. Und danach sieht es auch fast aus. Kommt bei 2 nochmal raus. Das ist schon geil, dass hier parallel mehrere Storylines laufen auch. Um die sowohl persönliche als auch um diverse Titel. Als Top Rope Hurricane Rana von Kid Cash. Also wie gesagt, ich sehe echt nicht, dass Sandman hier dieses Match übersteht. Handhook, oh. Das gleiche Aktion nochmal. Kid Cash spielt jetzt hier fast ein bisschen zusammen mit Sandman. Moonsault, der geht allerdings daneben. Bestimmt noch eine Fraktion geben können. Die hätte bringen können. Ja, genauso ist so passiert eben auch, dass Sammy hier kontern kann, jetzt mit einem Tritt in den Rücken rein. Und seinerseits hier Kid Cash auf die Matte hämmert. Und Running Bulldog. Ja, da hat Kid Cash, wie gesagt, zu viel gespielt. Auch wenn er jetzt hier mit einem Chinbreaker kontern kann. Bummer Slam, nein, auch Shoulder Breaker. Aus oberster Seil jetzt. Wir folgen. Nächster Moonsault, der kommt auch genau an. Cover hier am Sandman.
Und das ist der 3-Count und Kid Cash gewinnt hier dieses Match. Okay, Kid Cash ist jetzt neuer Television Champion. Nein, ist er nicht. Also, das ist er definitiv nicht. Genau, hier sieht man es auch ganz gut. Also, Sammy hat verloren und der Titel und quasi die anderen vier haben gewonnen, aber trotzdem bleibt der Titel natürlich bei Rhino. Aber das wäre die große Chance gewesen, eben für den Sandman hier seinen Titel zurückzuholen. Das nächste Mal ein Iron Man Match zwischen dem Sabu und Jerry Lynn. Ich sehe jetzt allerdings gar nicht, welche Zeit hier angesetzt ist. Mal gucken. Oben läuft der Counter 15 Minuten. Ich werde es ein bisschen zusammenschneiden wahrscheinlich. Das hier geht quasi darum, möglichst viele Pinfalls, Aufgabe innerhalb der 15 Minuten zu schaffen, wer am Schluss dann die meisten hat. Gewinnt dieses Match. Ah, der Kid Sabu, das Bein. Und Jerry Lynn. Nur noch bei Kid Cash irgendwie, aber es ist Jerry Lynn natürlich. Okay, umso länger das Match dauert, umso weniger die Ausdauer von beiden. Als sich gut die Kräfte einzuteilen. Das Springboard. Natürlich, wer früh in Führung geht, zumindest hier mal den ersten Fall setzen kann, hat definitiv einen kleinen Vorteil. Backdrop geht daneben, holt sich selber aus dem Ring raus. Auszählen, also auch durch Auszählen kann man einen Fall verlieren. Also wenn beide ausgezählt werden, natürlich beide dann auch. Und auch mit irgendeinem Gegenstand zuschlagen ist eine Disqualifikation, auch das zählt als Pinfall, sage ich mal, für den Gegner eben. Da muss man auch aufpassen, dass einen hier nicht die Sicherung durchbrennen. Also zwei Schläge mit dem Tisch, mit dem Singapore Cane oder mit einem Stuhl kann dann schon gleich mal einen Vorteil für den Gegner verschaffen. Sit out Pile Driver. Bis zwei. Jalin möchte jetzt hier schon gleich mal in leichten Vorteil gehen. Muss den ersten Vorsicht verschaffen. Nächster Piledriver, Spike Piledriver, auch der geht durch. Aber nur bis zwei. Hätte ich nicht gedacht, dass das selber nochmal rauskommt. Rubin. Ist aber wieder nach draußen. Stuhlschlag folgen, aber wie gesagt, gibt eine Diskriminierung, war jetzt aber Jerry Lynn in dem Moment auch egal. Kann man auch sagen, es 0-0 steht, noch machen natürlich. Schleicht frustriert, dass die beiden Finisher dann doch nicht durchgingen ins Elbow Drop, oder kann es aber ausweichen. Scheint eine Ohrfeige, jetzt wirkt hier Sabu, Jerry Lynn mit dem obersten Ringseil. Pump Handle, Belly Breaker. Ja, die ersten drei Minuten waren klar. Okay, Jerry Lynn gehört, aber jetzt Sabu am Drücker. Soll der Arabian Somersault folgen allerdings. Ja, Jerry Lynn auskontern. Dropkick, gerade in dem Moment, als Sabu in den Ring rein wollte. Jetzt Elbow Drop nach draußen. Ich sollte auch auszählen.
zählt hier als Fall. Die ersten 4 Minuten schon rum. Ist ja noch keiner einen entscheidenden Vorteil. Also selber noch gegen das Gitter. Und nochmal in die andere Richtung. Was für ein Schlaganfall jetzt hier. Elbow Drop in den Rücken. Schlägt weiter. Bringt ja bis 10 gezählt, aber es sind beide außen. Das heißt, kein Punkt für niemanden. Der Ref hat sich auch gespart. Fängt jetzt bei von vorne an zum Zählen. Ja gut, das kann er jetzt noch machen, wie er will eigentlich. Und beide Männer, die nicht zurück im Ring sind. Also hier erstmal gar nichts. Um die ersten 5 Minuten schon geknackt. Jetzt wird zurück im Ring. Nächster Piledriver hier via Spike Piledriver von Jerry Lynn. Und das Cover. Und damit geht Jerry Lynn direkt mit 1-0 in Führung. Muss natürlich jetzt hier gleich nachsetzen. Um hier die Führung auszubauen. Whippen soll folgen, aber Sabu kontert mit einem Dropkick gegen das Knie. Rollt sich hier weg. Muss aus dem obersten Seil kommen. Superplex. Superplex von obersten Seil in die Mitte des Rings, aber Sabu springt hier einfach auf. Harte Kicks. Achteinhalb Minuten noch. Leg Drop. Direkt das Cover im Anschluss. Und Sherilyn macht hier das 2-0. Warte, bis Sabu auf die Beine kommt. Guckt ab. Springt rüber. Hammerlock. Gekontert. Und der nächste Spike Piledriver. Oh, ist jetzt schon Sabu klar in der Hinterhand. Wieder das Cover. Und Sherilyn führt mit 3-0. Sabu wehrt sich mit allen verzweifelten Kräften. Nimmt hier jetzt Sherilyn auf die Schultern hoch. Läuft jetzt hier. Beziehungsweise zieht jetzt hier Sherilyn in die Ringmitte. Weiß nicht, was hier kommen soll. Er fokussiert sich jetzt auf den Arm. Ich weiß, ob das die richtige Methode ist. Okay, harter Suplex. Aber auch Sabu davon natürlich vom Kampf schon gezeichnet. Wir haben fast die Hälfte jetzt rum. Über die Hälfte jetzt schon rum. Wieder auf die Schultern. Wieder geht's der Neckbreaker. Man kann sich denken, was hier folgen soll. Der Fistschlag. Ich glaube, das soll Jerry Lynn lassen. Er führt zwar komfortabel mit 3-0. Aber das soll er sich vielleicht sparen. Ob er sich sparen soll, um den Ring zu klettern. Was schlägt hier zu damit? Gibt es hier zwei Falls sogar für Sabu, nachdem er noch mit dem Singapore Cane nach ihm wirft. Und er gekontert.
So, wir versuchen, die Ringecke zu kriechen. Move deep, das heißt hier Arabian Facebuster von Jerry Lynn. Und er geht bis 3, natürlich die größte Demütigung überhaupt. Wie es hier für Jerry Lynn gibt. Sehen wir, die Jerry Lynn hier auspacken kann. Also Seven noch nicht am Ende, versucht sie mit allen Kräften zu wehren. Eng jetzt hier Jerry Lynn verkehrt rum in die Ecke. Wenn die 5-Minuten-Marke überschritten wird, die noch übrig bleiben in diesem Match. Ich weiß nicht, ob Arm attackieren die richtige Methode ist von Sabu. Schön, ob sie da draußen jetzt. Sabu taucht durch die Seile durch. Da muss es erstmal hier wieder Jerry Lynn in den Ring zurückschieben. Und da zählt das Cover. DDT außerhalb. Ah, wie gesagt, Pin nur im Ring. Und dem hier hilft es jetzt gerade Sabu recht wenig. Wirft er noch Jerry Lynn gegen den Eisenposten. Der Ref zählt bis 6, aber da geht Sabu wieder raus. Also es kann auch nicht das Auszählen nicht nutzen. Wer weiß, ob hier Jerry Lynn noch mal wie Beine gekommen wäre. Und jetzt geht's in den Ring rein. Sabu aufs oberste Seil. Kann aber Jerry Lynn wegkontern. Wieder die Attacke gegen das Knie. Good burn. Clothesline. Rück für einen Knee Drop. Und wieder der Ansatz zum Spike Piledriver. 3 Minuten vor dem Ende. Das könnte schon fast gewesen sein. Jerry setzt hier aber nicht weiter nach. Oh, ganz kurz gezogener Facebuster. Nächstes Cover. Und auch da der Pinfall bis 3. 2 Minuten noch zu spielen. In diesem Match, von dem her. Natürlich jetzt für Sabu richtig schwer. Sekunden laufen gegen ihn. Und Jerry macht es hier auch natürlich keine Anstalten. Sabu irgendwie nochmal eine Chance zu ermöglichen. Und Jerry Lynn geht hier einfach. Was genauso eben den zeitigen Vorteil hat. In dem Backstage-Bereich. Sabu mittlerweile wieder zurück im Ring. Der Ref will natürlich, dass Jerry wieder zurückkommt. Und jetzt der Countdown, das heißt der dritte Fall damit für Sabu, der immer noch mit 3 zu 5 hinten liegt, jetzt selber wieder hinterher geht. Macht natürlich Jerry clever. Unsportlich, aber clever. Jetzt treffen sich hier beide Männer nochmal
auf der Rampe, der Einzugsrampe. Letzte Minute läuft bereits an. Der Ref zählt weiter schon bei 7. Aber auch trotzdem hat die Geraldine keine Anstalten, wieder in den Ring zurückzukommen. Die letzten 30 Sekunden laufen bereits. Wird nochmal einen Fall geben für Sabu, aber ja, Unsportlichkeit kaum zu überbieten. Geraldine, der bereits in den Backstage-Bereich. Da wird es auch eigentlich Zeit für ein Match, wo keiner von beiden den Ring wirklich verlassen kann. Letzten 2 Sekunden laufen. Und Geraldine unsportlich, aber Sieger dieses Matches. Also da, glaube ich, braucht es echt ein Match ohne Auszählen, wo keiner von beiden flüchten kann. Da muss irgendwas, Hell in a Cell, Käfig-Match, irgendwas muss daher, glaube ich, am Schluss. So, Main Event haben wir noch schnell. Tag Team Titel-Match, die Public Enemy gegen die Eliminators. So, schauen wir, was hier noch passiert. Wir haben eine Match-Änderung. Public Enemy sind raus. Dafür haben wir jetzt Chris Candido und Super Crazy hier. Wir nehmen mal Saturn. Ist ja nie was passiert, gefühlt. Einen Lauf kann man nicht überspringen. Eliminator schon im Ring. So, haben hier einen Tag Team Champions. Hätte eigentlich ein Titelmatch sein sollen. Public Enemy ja verdient. Herausforderung Nummer 1 geworden. War auch angekündigtes Match hier. Deswegen habe ich noch gewundert, vom Pay-Per-View noch so ein Titelmatch. Aber von denen ist gerade weit und breit keinerlei Spur. So, ich bin schon Saturn, ja. Auch die Combo Candido und Super Crazy verstehe ich gar nicht. Also Shane Douglas und Candido oder Candido und Bam Bigelow noch verstanden, aber das verstehe ich jetzt gar nicht. Big Splash von Saturn. Ey, klar, den Kraftvorteil gegen den wesentlich kleineren Chris Candido ausnutzt. Whippin. Und Power Slam, wieder gefolgt vom Cover. Aber kommt Chris Candido nochmal raus. Ja, die Eliminators scheinen es froh zu sein, nicht ihren Titel verteidigen zu müssen, sondern hier als Gegner nur Candido und Super Crazy zu haben. So, ich kann es immer noch nachvollziehen. Vielleicht kriegen wir nach dem Match schon eine Auflösung. Berg, aber da lässt sich hier Saturn nicht hören. Direkt wieder raus. Tag jetzt mit John Cronus. Und Double Alexander Blow auf den Arm. Hat der Faustschlag. Schickt Candido auf die Matte. Jetzt mal die erste Konter zumindest. Wenn sie auch nochmal gegen Saturn wären. Soll jetzt vielleicht mal den Tag machen, aber da ist schon wieder Cronus auf den Beinen mitten in der Zwischenzeit. Kick. Double Drop. Weiß gar nicht, wie das Super Crazy noch gar nicht gesehen, greift hier noch nicht irgendwie ein. Also, es hat doch mal. Er ist zumindest da. Wenn jetzt. Oder geht er wieder hinterher, statt mal den Wechsel zu machen? Als Body Slam.
Oder Coverversuch von Chris Candido. Und Spinning Powerbomb. 0 bis 2. Als der Tag, doch, der springt. Springt Candido Richtung Super Crazy, der damit auch mal das erste Mal in diesem Match teilnimmt. Handspring. Dann geht Crones einfach auf die Seite. Double Team Move. Powerbomb. Elbow Drop hinterher. Der Body Blow. Jetzt hier die Rings of Saturn. Aufgabemove von Saturn. Er zieht hier. Jetzt kommt Chris Candido doch mal dazwischen. Und unterbindet hier diesen Submission Hold. Keiner mehr wirklich im Ring. Und Kronos war das nicht legal. Zieht hier Chris Candido vom Banden, Rafa, wollte schon sagen, vom Beckenrand. Full Nelson Slam. Und Death Valley Driver von Saturn. Und der Fall geht bis 3. Damit ist ein Non-Title-Match, das am Schluss dann war. Und da kommt doch die Public Enemy, die hier ursprünglich dieses Titel-Match haben sollten. Wurde anscheinend nochmal weitergeschoben. Wir haben nichts davon mitgekriegt. Vielleicht ein zukünftiges Matchup. Ey, das war das Match eigentlich gewesen. Aber gut. Der Pay-Per-View ist in ein paar Tagen. Von dem her. Vielleicht ist dann da soweit. Rocco Rock und Jolly Grunge tauchen nach dem Match auf, um klarzustellen, dass sie noch ein Hühnchen mit Perry, Saturn und Crones zu rupfen haben. Und zwar in Form einer Chance für den Tag Team-Title, ja. Das wäre die Chance gewesen. Okay, verstehe nicht. Nachdem jetzt schon über 40 Minuten rum sind, hätte man die Weeklies mal schnell simulieren. Einmal die BWO gegen die Impact Players. Irgendwann werden wir das mal spielen, aber wie gesagt, da fehlt uns jetzt gerade die Zeit dazu. Dann machen wir Mike Orso gegen Steve Corino, auch nicht schlecht. Kann natürlich auch sein, dass da mit RVD was passiert. Und im Hauptkampf Extreme Roots, der Terry Funk gegen Tanaka, gegen Rhino und gegen Spike Dudley. Auch das simulieren wir mal per Zufall. Gewinnt hier Rhinos Match, damit die letzte Show vor unserem großen Pay-Per-View zu Ende. Und dann gucken wir, was da so kommt. Sehen wir natürlich in der nächsten Folge dann. Bis dahin. Gerade mal auf die Card von Heatwave geguckt. Wir haben tatsächlich ein Hell in a Cell Match zwischen RVD und Mike Awesome. Okay. Also, wie gesagt, die Story kommt so raus, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, wenn wir uns dann die nächsten Tage anschauen, sauber bleiben. Ciao.